Die große Leinwand wieder geöffnet. Nach so langer Zeit fast ein kleines Abenteuer. Ein erhebendes Gefühl für einen regelmäßigen Kinobesucher, dass man wieder hierher kommen kann. Hervorragend, wunderschön. Ich werde wahrscheinlich im Augenblick jede Woche ins Kino gehen. Das Kinogefühl bei vielen zurück. Im Arthouse-Kino in Stuttgart haben sie schon seit ein paar Tagen geöffnet. Hier bekommt man eine Karte nur, wenn man geimpft, getestet oder genesen ist. Anderswo gibt es andere Regeln. Doch eines gilt überall. Ich denke, die Herausforderung ist, erstmal wieder bekannt zu machen, dass Kino wieder da ist. Und das bundesweit. Die Kinos sind wieder geöffnet und hoffen, dass genügend Besucher kommen, damit es sich rentiert. Der Kassenschlager hier, Oscar-Abräumer Nomadland. Vorfreude. Auf einer großen Fläche und mit Sound, was ich mit meinem Laptop nicht hinbekomme. Und die Filmaussichten, die sind gut. Wir haben eben einen riesen Fundus an Filmen, die ins Kino drängen. Und wir werden das nächste halbe Jahr wirklich eines der besten Programme spielen können, das wir je hatten. Mit weniger Sitznachbarn den Film genießen. Nach der langen Pausezeit stört da vermutlich auch das Popcornrascheln nicht.